Hallo und willkommen zurück zu Skyrim. Wir sind nicht mehr in der Dämmerwacht. Ich wollte zwischendurch eigentlich ein paar Mods installieren, also ein paar mehr. Einer habe ich tatsächlich mit reingetan. Das ist dieser mythische Verdichter hier. Der ist ganz hilfreich. Man kann selber was machen, beziehungsweise automatisch, wenn man an das Ding rangeht. Das habe ich jetzt schon gemacht. Wird Tränke, Seelensteine, alles zusammengefasst zu der nächstbesseren Version, soweit bis man halt, weil irgendwann wie ich, hat man jetzt schon ein Level erreicht, wo man die ganz billigen Tränke zwar noch hat, aber man braucht gefühlt eine Wagenladung, damit die überhaupt was bringen. Und sie klumpen das Inventar so, von daher. Ich wollte auch, dass Briesenheim tatsächlich noch modden. Ich habe da gesehen, da gibt es einfach mal bei Nexus Mods Breezeholm und dann gibt es einen super aufgehübscht sortiertes System, wo ich halt alles hätte reinklatschen können, sortieren können und. Leider haben wir das Briesenheim schon gekauft und waren schon mal drin. Deswegen kollidiert die Mod mit dem Basisspiel aus irgendeinem Grund und ich komme an einige Räume nicht ran, das ist ein bisschen verschoben und ich überlege mir was, ich suche mir ein anderes Player-Home. Und dann gucken wir mal, was wir da am besten machen, wo das halt auch die Sachen, die ich habe, auch schön ausstellen können, die Drachen klauen und naja. Oder ich krieg das irgendwie gefixt. Mal schauen. Wir nehmen ein gutes Stündchen auf. So viel Zeit habe ich jetzt tatsächlich nicht im Gepäck. So 2-3 Folgen. Im Prinzip 3. Vielleicht auch 4. Muss mal schauen. Brauche eine für Sonntag, Montag, Mittwoch, Freitag. Also 4 Folgen Minimum. Sollten wir 1:20 ungefähr aufnehmen. Grob gesagt. Und ich grüße euch, Gefährte. Ja, danke. Gucken, was wir heute so anstellen. Beim letzten Mal wollte ich ja... Achso. Ich habe auch noch die... Ich muss das in der Mod-Beschreibung noch anpassen. Das mache ich noch im Nachhinein. Die ist ja verlinkt, also von daher nicht so schwierig. Ich habe die... falsche Taste. Tagebuch war da. Ich habe den Unofficial Patch für Skyrim drin. Der war Englisch vorher, den habe ich gegen den Deutschen ausgetauscht. Das heißt, das hier ist alles wieder Deutsch. Ich wollte eigentlich mal, wahrscheinlich bis auf wenige Sachen, Armbrust. Ach ja, siehst du, Armbrust. Das können wir gleich nochmal machen. Ich wollte aber... Oh, habe ich die Barentia-Quest-Dinger nicht mit drin? No Stone Unturned war das. Kann sein, dass ich das... Doch, nee, da habe ich mit drin. Okay, da. Wir wollten nämlich beim letzten Mal, waren wir hier irgendwo im Arsch der Welt. Also hier so, um genau zu sein. In Runwaldgrube. Und da gehen wir gleich auch nochmal hin. Gehen hier und dann hier hoch. Weil da sind noch Steine. Aber vorher würde ich doch gerne mal... Das ist auch ein Stein... Das andere Ding war... Man kann doch Stone Unturned... Man kann doch eigentlich oder konnte... Ich glaube, man konnte sich das irgendwie anzeigen lassen. Ort finden, ne? Toll, das war schlau. Weil kein Skyrim gespielt, ist schon komplett durcheinander. Uralte Technologien... Wo müssen wir denn da hin? Trevors Wacht. Dann machen wir... Hallo? Map, so. Sachen finden ist F und dann... Trevors Wacht. Da waren wir noch nicht, okay? Ist hier. Dichteste wäre... Avanchensell. Oder die Ruinen von Betalft. Wir sind in Avanchensell noch nicht durch. Waren wir nicht da drinnen schon? Oh, wir haben jetzt den Schlüssel, den ich zu Hause gelassen habe, glaube ich. Verdammt, Moment. Ist das eine Zwergenstadt? Unglaublich, dass sie so verfallen. Ja, das ist eine Zwergenstadt. Habe ich das jetzt abgelegt oder war das Questgegenstand? Wartet mal.
Nee, das ist ein Questgegenstand. Ah, dann lass uns doch mal kurz nach Avanichensel rein, weil hier war doch auch so ein Fahrstuhl. Können wir den nochmal, also wir waren ja schon mal in, oh Gott, so das Dunkelwasserkreuzzug gesagt, wie hieß denn das? Ja, sowas in der Richtung. In Schwarzweite waren wir. Und das Ding hier birgt eigentlich noch einen Fahrstuhl in die Schwarzweite. Soweit ich mich erinnere. Den können wir jetzt eigentlich nochmal ganz kurz aktivieren. Wenn die Karte uns sagt, wo wir da hin müssen. Das war nämlich, boah, das war ganz am Ende von dem Ding, ne? Oh, Serana kam gar nicht mit. Mal gucken. Dann sehen wir nämlich die beiden Items auch mal los. Zwei fehlen noch. Und damit sollten wir auch aber nicht den Sell eigentlich abschließen können. Ja. Aber vielleicht mit etwas Glück können wir hier eine Abkürzung nehmen, weil wir ja schon mal da waren. Ich höre sie gerade quatschen. Ist der Fahrstuhl runter? Das könnte das sein. Ja, Kesselhaus, das sieht gut aus. Nee, aber nicht selber war das mit dem Würfel. Ah, Moment. Warum ist denn das da noch nicht abgeschlossen? Ja, lustig. Hm. Bah! Ah, okay. Lassen wir das. Hätte schwören können, dass das mit dem... Naja, wer weiß. Hier sollte ja vorerst nichts leben. Vielleicht nichts respawnt. Wenn wir Glück haben. Naja. Komisch, dass es dann nicht als abgeschlossen gilt. Vielleicht noch irgendeine Quest oder sowas uns später herführt. Mal gucken. Dann lasst uns mal... Genau, Trevers Wach. Da wollten wir hin. Zu grob. So viel Zeug auf der Karte, ne? Trevers Wach, Trevers Wach. Naja, wir gucken in die richtige Richtung. Der Pfeil ist nicht zu sehen, warum auch immer. Dann gehen wir mal lang. Das Schöne ist, also jetzt, abgesehen davon, dass ich heute nicht wirklich Zeit habe und ein bisschen müde bin, Kopfdruck und so, aber ich möchte ungern das Folgen ausbleiben, so wie immer. Ich habe noch eine Woche, dann habe ich Urlaub. Wenn es mir dann nicht vollkommen scheiße geht und nichts dazwischen kommt, Klopf auf Holz und so. Also auf meine Birne. Block, block. Dann kann ich ein bisschen mehr vorproduzieren. Dann kann ich ein bisschen mehr Zeit in die Let's Test stecken. Ein bisschen was in Skyrim ordentlich mal so 2, 3, 5, 7, 12 Stunden. Also übertrieben ausgedrückt. Also 12 Stunden werden es nicht werden, aber vielleicht mal wirklich mal wieder mal 4 Stunden oder 5 Stunden am Stück. Und genauso mit Porsche. Vielleicht dann endlich mal Minecraft kam ich jetzt dazu, habe ich eine Stunde aufgenommen. Ich hatte voll Bock drauf. Ich höre Hunde, Wölfe. Hallo? Hundis? Irgendwas ist gerade hops gegangen. Ah ja. Tja. Ich höre schon wieder irgendwas schnauben. Was ist denn da? Das ist ein Bär. Moment, kurz was testen. Okay. Nur für den Fall der Fälle. Unerbittliche Macht ist ausgerüstet. So.
Tanz im Feuer. Also dann gehen wir erstmal nach Arvangunde und dann nach Trevers Wacht. Wie immer. Medresis Notizen. Das Tagebuch von Medresi Dran. Über Angarwunde. Nur äußerst selten wird dieser uralte Tempel flüsternd erwähnt und mit dem wahren Wissen verhält es sich ähnlich wie mit Arvangunde selbst. Es ist vergraben und vergessen und doch scheinen alle Geschichten und Legenden, die ich höre, unermessliche Schätze zu erwähnen. Das ist meistens so. Man hört von Glitzer, Glitzer, Funkel, Funkel und dann ist entweder nichts dran oder man kriegt auf die Fresse. Große Schätze warten auf die würdigen Abenteurer, sagt ein alter Dunkelelf, ein alter Dummkopf. Nach vielen falschen Schmeicheleien, Metkrügen und auch etwas Nervensäge war so stimmen seine Informationen doch mit einem Großteil meiner Nachforschung überein, insbesondere was den Standort von Arvangunde angeht. Morgen werde ich eine Gruppe von Helfern anheuern, die mich bei den Ausgrabungen unterstützen und mich auf dem Weg zur Ruine machen. Na dann. Mal sehen, ob es geklappt hat. Ruine ist hier. Wo ist denn der Eingang von dem Ding? Oder war es das schon? Zweifelt es gerade. Was? Hä? Hä? Ziel, Ziel ist verbuddelt. Was? Wieso? Ich würde aber behaupten, wir sind zu früh dran, das ist irgendwie questrelevant. Naja, dann ist es halt so. Achso, nee. Ich bin aber nur doof, das ist alles. Passt. Mir wurde immer gesagt, ich solle Ruinen wie dieser aus dem Weg gehen. Jetzt weiß ich auch warum. Ja, vielleicht, weil du ein paar hundert Jahre eingesperrt warst. Würde das erklären, Mädel. Ich höre Leute. Gold und Reichtümer sind zum Greifen nah und ich muss alles aufgeben, weil sie vor ein... Oh, ich habe euch gar nicht gesehen. Medresi Dran, ein Dunkelelf. Oder wir wollen die Dunkelelf ja nicht beleidigen. Ich habe es schon wieder getan. Eine Dunmer. Natürlich bin ich das. Ich stehe kurz davor, unglaublich reich zu werden. Aber meine feigen Arbeiter haben beim ersten Anzeichen von Gefahr die Beine in die Hand genommen. Ja, was hat sie denn vertrieben? Wir haben dieses alte Grab ausgehoben und sind auf eine Kammer voller Leichen gestoßen. Ein Blick hinein hat gereicht, die ganze Mannschaft zu vertreiben. Ach, Trauger wahrscheinlich. Jedenfalls nicht solche. Die dort drin sind noch recht lebendig. Wenn ich die Kreaturen in diesem Raum nicht überwinden kann, bekomme ich auch den Schatz nicht. Ich brauche mehr Leute. Ja... Da könnte ich aushelfen. Gar keine schlechte Idee. Ihr seht aus, als könntet ihr mit diesen Bestien fertig werden. Wisst ihr was? Ihr helft mir, an den Schatz zu kommen. Und wir teilen ihn uns. Abgemacht? Ja, können wir machen. 70, 80 oder so. 90, 10. 20. Ja. Kein Bedarf klingt gefährlich. Erzähl mir mehr über den Schatz. Abgemacht. Ausgezeichnet. Mit meiner Intelligenz und euren Muskeln wird der Schatz bald mir... uns gehören. Zuerst müsst ihr die Hauptkammer von diesen Monstern befreien. Ich bleibe so lange hier und plane unseren nächsten Schritt. Ja, von mir aus. Warte mal. Muskeln? Ich bin Hemd? Ja, gut. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich jetzt, oh. Das braucht die eh nicht mehr. Danke. Nichts Brauchbares. Was habe ich eigentlich für Pfeile ausgerüstet?
der Verdichter wäre auch cool, wenn der so aus Eisenpfeile so Stahlpfeile macht, aus Stahlpfeile, also, you know. Typ Pfeil. Alter Nordpfeil. Ja, wir nehmen mal die alten Nordpfeile. Die sind Lobob für diese Region und die sind eh 600 plus, da können ein paar weniger werden. Bis jetzt sehe ich, höre ich noch nichts. Mal gucken, wenn es mich packt, nehme ich auch länger auf. Ich bin zwar ein bisschen im Eimer, zeitlich geht so, naja. Das kommt immer ganz drauf an. Jolt. Hoppala. Tschüss. Ein Drauger. Ein kleiner Drauger flog im Pfeil. So. Noch einer. Level 30. Drauger Todesfürst. Tschüss. Läuft. Da ist der letzte. Vorerst. Ja, ich soll mit Resi sprechen. Können wir gleich machen. Wir können noch ein bisschen looten. Hier ist zu. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir ohne sie nicht weiterkommen. Boah, ihm hat zwei Hände. Läuft. Ich muss außerdem dann auch mal sortieren, verkaufen und Co. Ich habe gesehen, ich habe ganz viel Scheiß noch bei mir in der Truhe. Ich habe den Gottmund wieder ausgemacht? Nee. Moment. Ich hatte nämlich fürs Schleppen den Gottmund angemacht. Damit ich das alles durch die Gegend zerren kann und nicht ja, 10-mal hin und her rennen muss oder 20-mal. Ich habe die Truhen in dem Schalidor-Stab leer gemacht und ich hatte irgendwie so 10.000 Gewicht oder sowas knapp. Naja, okay. Da ist zu. Es waren noch drei Drauger, ne? Wo habe ich denn den dritten hingefeuert? Ist alles zu. Naja, aber klar. Drauger Geist. Wenn man nicht gleich lootet, ne? Leer. Naja, dann ist es so. Dann reden wir mal mit Madresi. Habt ihr sie schon alle getötet? Madresi, Entschuldigung. Ja, na klar. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Mir nach. Fallt nicht zurück. Ja, mach schon was. Ich, oh. Mir nach. Ja. Naja, da ist sie doch. Sag an, wie geht's weiter? Zum Reden habe ich keine Zeit. Weiter! Ja, dann lauf nicht gegen den Balken. Die ist ganz schön verdresi. Ja, sie wollen wünschen. Diese Türen sind das Einzige, was noch zwischen mir und dem Schatz steht. Uns. Das sollte es lieber. Ich bin nicht den ganzen Weg gekommen, um mit leeren Händen abzuziehen. Es muss eine Möglichkeit geben, diese Türen tiefer in den Ruinen zu aktivieren.
Nehmt den Schlüssel. Damit solltet ihr die Türen auf beiden Seiten der Kammer öffnen können. Ja, danke. Die ist auch ganz schön unfreundlich, die Frau. Naja. Gucken wir doch mal. Boah, das ist jetzt nicht so spannend, oder? Nö. Serana ist nicht da. Ich kann da drauf latschen, weil ich löse nichts mehr aus. Perk sei Dank. Oh. Und etwas stimmt hier nicht. Seid vorsichtig. Ja, sagte die Frau, die auf alle Platten tritt. Manchmal Mädel. Oh. Da latscht noch was, ist sie das? Oh. Wir müssen auf jeden Fall mal noch ein bisschen Diebesgilden-Quest machen. Weil, gibt die Möglichkeit, dann besseres Loot zu bekommen. Mehr Kohle, Edelsteine und solche Sachen. Ich meine, aktuell brauchen wir das Zeug nicht, weil was haben wir jetzt? 100.000 knapp? Gold? Ja, so 94.000. Aber wer wäre ich, der sagt, ich lasse es liegen? Oh, was willst du hier? Die störe jetzt nicht. Ah, okay. Das ist nicht so wichtig gewesen. Zeitalter der Menschheit. Achso, das Ding mit den Büchern habe ich auch vergessen noch reinzunehmen. Dass ich weiß, welche Bücher ich schon habe und nicht. Ja. Da muss ich dann auch mal nachlegen, was das angeht.